Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Video-Review bei mir auf dem Kanal. Heute mit dem Imperial Sixpack aus dem Hause Hasbro zu Solo, a Star Wars Story. Wie der Name schon sagt, es sind 6 Figuren enthalten. Und zwar ein TIE Fighter Pilot, ein Stormtrooper, Squad Leader, Han Solo im Mimmen Stormtrooper Outfit, ein normaler Mimmen Stormtrooper, ein Mud Trooper. Das waren bislang Figuren, die es schon gab. Aber ganz besonders in diesem Set ist halt eben noch der Imperial Patrol Trooper mit dabei. Das erste Mal, dass diese Figur halt dann auch auftaucht. Der Stormtrooper Squad Leader ist Kit Bash. Das heißt, da sind aus anderen Figuren dann Teile genommen wurden und dann halt neu zusammengefügt. Aber das sehen wir dann gleich noch, wenn ich das Set auspacke. Hinten drauf sind die Figuren auch nochmal abgebildet. So, ein bisschen zurück. So könnte es eventuell passen. Da sind die Figuren auch mal abgebildet. Viele Beschreibungstexte gibt es da halt nicht. Ein bisschen was steht da unten auf Englisch. Aber das ist eigentlich nichts Tiefgehendes. Ja, natürlich ein bisschen Forcing-Werbung. Und dieses Set gab es auch nur oder wurde auf, exklusiv für die US-amerikanische Warenhauskette Target herausgebracht. Und deswegen ist hier oben nämlich auch dann der Sticker drauf. Target. Ein Target Exclusive, ja, das ist bei Hasbro ja üblich, Walmart, Target, Kmart, Entertainment Earth, dieser Online-Shop, überall gibt es dann halt Exclusives. Eigentlich bestehen die meisten, oder kommen die meisten Toys dann nur als Exclusives raus, ob es jetzt in der TVC, also Vintage Collection ist, in den regulären, wie man sieht, Toylines, auch wenn es Figuren sind, die wieder Repacks sind, die wieder eingepackt wurden, sind manchmal auch wiederum Figuren, zumindest dann eine oder auch zwei, mit dabei, die bislang noch nicht erschienen sind. Und das ist eben das Interessante. Die dann in Europa zu bekommen, ist teilweise etwas schwierig. Also manche Händler kommen an diese Dinger ran und bieten sie dann auch an. Vom Preis her geht es dann auch. Aber dieses Set musste ich mir dann halt über eBay USA ordern. Und da kommt natürlich dann noch ein bisschen mehr, ja, es ist halt eine ganz andere Rechnung, was man dann zu bezahlen hat. So, das sind die Figuren dann auf Blister. Hinten eine große gelbe oder gelb bedruckte Pappe drauf im Solo-Stil. Ne, die ganze Wave, das war ja mehr mit dem gelben Logo und allem. Ja, hat auch ein bisschen was von den alten Cardbacks, von den Vintage-Cardbacks. Da standen ja dann die Figuren auch immer auf gelb. Ja, haben auch alle Waffen dabei. Ich fange einfach mal mit dem gehe dann langsam so nach innen. Gucken, wie ich den. Na. Erstmal ein Stormtrooper. Der Blaster ist nicht gesichert. Da muss ich mir so aufpassen, dass wir die nicht wegschnupsen. So. Der Stormtrooper in einem sehr schönen Weiß. Vom Kunststoff her. Das Pauldron nicht so knallorange. Ist auch nicht aufgesteckt, wie es bei den was war das? Rogue One Stormtroopern war, sondern trägt halt wieder eins, was man nach, theoretisch auch wieder runternehmen kann, indem man dann den Helm abzupft. Und da fällt er schon runter, dann den Helm wieder drauf und man hat einen ganz normalen Stormtrooper, wer jetzt also das Pauldron nicht mag. Und dann dazu ist auch noch so eine kleine Tasche dabei, so ein Pouch, die man theoretisch noch abschneiden kann. Wer es denn möchte. Ja, wer also so ein bisschen die Figuren customizen möchte und das Pack 10 Mal hat, 100 Mal, weißt du nicht, ne? Es gibt ja welche, die kaufen immer alles auf. Die haben da auch einen ganzen Schrank voller TIE Fighter. Sealed. Und ja, nur um sie zu haben. So. Nur ist beides ein bisschen schlackig. Ich weiß nicht, ob ich das gerade ein bisschen dann vielleicht zusammengedrückt habe, aber eigentlich dürfte das nicht passieren. Den tut er ganz gut. Und der ist vom Aufbau her wie der Mud Trooper war. So. Also die Armhaltung ist dann halt die gleiche. Er kann dann auch die Hand drehen und beide Hände drehen. Aber der Ellenbogen ist halt in dieser Position fixiert. Hat halt dann bloß einen Stormtrooper Helm bekommen, der auch hinten bedruckt ist. Das ist ja immer so die Sache, dass die Helme dann vorne halt bedruckt sind, aber hinten eben nicht. Diese Felder sind dann immer weiß. Hier ist es bedruckt. Gut, schauen wir uns den schon mal aus der Nähe an. Der Druck ist sauber, die Helmform natürlich super. Der neue Stormtrooper Mold, das passt alles ganz gut. Dann auch die Bedruckung auf dem Torso sieht gut aus.
dann, ja, Hände sehen auch sauber abgesetzt aus. Das passt da unten hin auch super, Modellierung schön scharfkantig. Was will man mehr? Von der Seite nochmal zu sehen, abgewickelter Arm, dann die Details, die auf den Helm gedruckt sind, kommen sehr gut rüber, sehr gut kommen sie auch raus. Also das ist also schon mal ganz schön. Ich mag es, wenn Figuren auch schön bedruckt sind. Dann dürfen es auch 5 Poa sein. So, gehen wir weiter runter. Das sieht alles auch sonst alles okay aus. Rückseite, keine Beanstandung, schöne Figur, passt. Dann den Blaster, den er dabei hat. Ein sehr schön gerader E11 Blaster. Ohne viel Schnickschnack, doch an der Seite hat er vorne auch wieder dieses Scope bzw. diese Lampe oder diesen Zielsensor dran. Aber soweit okay. Und die andere Seite auch von den Details sehr scharf. Alles zu erkennen, sieht sehr gut aus. So, dann mal in die Hand gedrückt. Da rutscht er gerade wieder ein bisschen raus. Na, halten kann er nicht so gut. Okay, die Hand ist jetzt da eigentlich auch für den großen Blaster ausgelegt. Ja, das ist ein bisschen lose. Ja, funktioniert aber super. Kann man so machen. Da vorne steht etwas schlechter, weil da ist der Tisch schräg. Ich kann es ja mal wieder erwähnen. Aber funktioniert. Sehr schön. Dann kommen wir zum TIE Fighter Piloten. Achso, ja. Forcing 2. Grün. So. Oh, das war ein Problem. Ich will immer dieses Tray, wo die drin liegen, nicht so einfach knütteln. Zum Stehen. Okay. Den hat man nur auch schon mal. Und zwar war der nämlich beim TIE Fighter mit dabei. So, identische Figur. Gleiche Bemalung auch vom Helm her. Obwohl der Helm ein bisschen schwärzer ist. Der ist irgendwie wirkt ein bisschen gräulich und ein bisschen matter. Und der ist wirklich richtig tiefschwarz. Das ist ein ganz anderer Kunststoff. Vielleicht kann man es gleich noch in der Nahaufnahme sehen. Aber erstmal die Figur von den Prinz her. Die Imcox scheint ein bisschen verrutscht zu sein. Ein bisschen nach auf dem Foto jetzt nach rechts abdriftend. Aber ansonsten die Bemalung, boah, soweit okay. Auf der Chestbox, die Bedruckung sieht gut aus, Gürtelbedruckung sieht gut aus. Die Stiefel glänzen und die Hose ist matt. Eine leichte Stoffstruktur, das passt. Seitlich gesehen, im Cox auf den Arm, super guter Print. Schön scharfkantig. Die Details, Faltenwurf sieht gut aus. Auch keine Beanstandungen. Oben am Mohawk hat er nochmal so einen kleinen grauen Streifen dran. Von der Rückseite, jetzt da ist nicht so viel Bedruckung zu sehen, aber von den Details auch hier schön gestaltet. Das kann man so gut hinnehmen. Gut, kommen wir mal zum Blaster. Der Blaster ist krumm. Also kann man jetzt anders sagen. Der andere vom Stormtrooper war richtig schon gerade und der ist wieder krumm. Ansonsten müsste das gleiche Tooling sein, das gleiche Mold sein, aber er ist halt total verzogen. Ja, schade. So, dann mal die beiden Piloten nebeneinander. Da haben wir jetzt auf der rechten Seite den aus dem Sixpack und der auf der anderen Seite ist der aus dem vom TIE Fighter. Da kann man sehen, der ist nicht staubig, der ist gräulich. Und von der Rückseite her genau das gleiche. Aber ansonsten kann man erkennen, der Faltenwurf ist eben identisch und deswegen kann man sagen, gleiche Mold, aber andere Farbe. Also so gesehen schon wieder eine Variation. Dann sehen sie wenigstens nicht ganz so gleich aus, wenn sie in der Vitrine stehen, weil der eine schon mal so ein bisschen, ja, schon mal ein bisschen ausgewaschener ist. Da ist die Uniform halt nicht mehr ganz so frisch. Gut, kommen wir jetzt zum Stormtrooper, würde ich schon sagen. Mimmin Stormtrooper. So, der hat noch 2 Waffen dabei. Er muss sich ein bisschen prokeln. Ja, hier ist der Blaster wieder fast gerade. Auch ein bisschen verdreht, aber gerade als der beim TIE Fighter Piloten. Ja, das ist nun wirklich die gleiche Figur, die man schon mal hatte. Gegebenenfalls ein paar Farbvariationen, obwohl das Cape auch hier wieder Unterschiede hat. Das kann man so schon sehen, dass der also ein bisschen heller ist. Der schon mal auf Basic Hard herausgekommen ist. Sonst von den Details her, ja gut, er ist halt schmuddelig. Ist halt nicht ganz so sauber. Hände kann man drehen, Arme sind schon so vorgewinkelt, da kann man nichts mehr machen. Ja, sonst die Applikationen auf dem
auf der Bauchplatte, boah, sind vorhanden, sitzen auch wohl da, wo sie sitzen sollen. Kann man jetzt aber nicht ganz so deutlich erkennen wie jetzt beim Stormtrooper. Aber ansonsten so die Absetzungen von, ich sag mal, weiß zu schwarz sind sauber. Dann seitlich kann man halt erkennen, dass es sich dabei um einen Helm handelt, der vorne diesen Schutzschild noch drauf hat. Aber auch hier sonst von den Details sauber abgesetzt farblich. Und rückseitig das Cape, ja, wirkt hier jetzt so ein bisschen speckig, ein bisschen zu glänzend. Und das drehe ich mal zur Seite. Dann kann man auch mal unter das Cape gucken und dabei auch wieder erkennen, dass halt die Absetzung von schwarz zu, Anführungsstrichen, weiß auch wieder sauber aufgebracht wurde. So, dann mal die beiden Trooper im Vergleich. Da das jetzt von der Bemalung her, ja, weichen sie doch ein bisschen ab. Also rechte linke Seite wie der die Figur aus dem Sixpack und dann auf der rechten Seite der aus von der Basic Card. Vielleicht im Brustbereich kann man erkennen, auf der Brustplatte, dass da noch ein bisschen mehr der Originalfarbton durchkommt und er hat dann nur so einen Fleck mittig und der andere ist halt vollflächig matschig. Also ein anderes Washing quasi auf der Rüstung. Da muss man halt schon genau auf achten und von der Rückseite her kann man jetzt erkennen, dass das eine Cape wieder ein bisschen heller ist. Ich hoffe, dass man es erkennen kann. Also ich kann es hier im Licht ganz gut erkennen. Wahrscheinlich auch, weil die irgendwie matter ist. Scheint auf jeden Fall ein anderes Material. Oder ist ein anderer Farbton. Für mich ist es definitiv ein anderer Farbton. Weil der Glanzgrad ist dann doch schon sehr ähnlich. Ja, dann die beiden Waffen mal im Vergleich. Oben jetzt der aus dem Sixpack, unten der Blaster, also das Gewehr von der Basic-Figur. Da ist jetzt farblich kaum ein Unterschied zu sehen. Und von der Modellierung sehen auch beide gleich aus. Ob jetzt von der einen oder auch von der anderen Seite. Und dann nochmal der E11. Ja, Standard E11 Blaster. Außer vorne halt mit diesem kleinen Döpsel dran. Und der ist identisch wie der vom Stormtrooper. Ja, klar, ich meine, die packen jetzt da nicht extra nochmal einen anderen Mold halt hinzu. So, gehört das dahin? Das gehört dahin. Dann mache ich jetzt mal mit dem Trooper weiter. Der hat einen etwas anderen Blaster, einen modifizierten E11, der auch wieder krumm ist. In sich also richtig so eine Welle schlägt. Und auch so in der Richtung ist dann auch in grauem Kunststoff gehalten, wie man eben vielleicht schon mal kurz sehen konnte. Das Cape. Nein, ist ein anderes Cape, denn das Cape hier hat auch Löcher drin. Das ist schon ein bisschen used. Ja, hinten so auch wieder Kapuze angedeutet. Aber der sieht, also ich mag diese Farbkombi, also dieses dunkelgrün zu dem Grau und dann so ein bisschen angeschmoddert. Kommt schon mal gut. So, jetzt haben wir es ja hier so, dass der auch einen Kopf darunter hat. Die Maske sitzt aber fest. Die scheine ich nicht lösen zu können. Nee, kriege ich nicht lose. Die Maske sitzt fest. Er hat einen Kopf, aber den kriegt man nicht raus, weil das Kinn halt unter der Maske hier fest sitzt. Ja, die ist angeklebt. Krass. Man weiß also jetzt nicht. Nee, tut sie nichts. Also was da jetzt für ein Kopf drunter ist. Ob da jetzt auch Han Solo drunter ist, was ich vermute, was er passen würde. Kann man vielleicht nachher nochmal an den Haaren erkennen. Aber nicht identifizierbar. Dann der Arm ist vorgeformt. Da kann man auch nichts dran machen. Der Arm ist auch vorgeformt. Oh, nutzt. Stehen. Ah, das ist ein bisschen problematisch. Das Cape, das zieht die Figur dann wieder nach hinten. Aber okay, auch hier wieder die Details. Der Helm sieht so gut aus. Die Brille ist sauber draufgedruckt, beziehungsweise halt bedruckt worden. Dann die Oberarmplatte in weiß mit roten Markierungen. Ja, sonst die Verschmutzungen sehen gut aus. Also ansonsten der Print gefällt mir ganz gut. Unten die Stiefel halt so einen etwas anderen Farbton, so ein bisschen ausgefadet, also Richtung Knie. Passt ganz gut seitlich. Ja, kann man auch nichts anderes sagen, außer dass vielleicht oben am Helm dieses ein Detail vielleicht, ich glaube, in einer Farbe hätte sein müssen. Aber okay, dann ist es halt so. Weiter runter sieht man nochmal die Details vom Oberarm. Und ansonsten Stiefel haben jetzt keine andere Farbe bekommen, außer halt diesen etwas schmuddeligen Look, diesen Staublook. Und dadurch grenzen die sich halt doch so ein bisschen von der Hose ab. Obwohl die Abgrenzung ist mir so gesehen nicht wirklich genug. Dann von der Rückseite auch hier das Brillenband am Helm ist sauber abgesetzt. Das Cape vom Glanzgrad her, naja, aber doch, na gut, es wirkt so ein bisschen nass. Und das passt auch zur Szenerie. Unten die Löcher, das finde ich nett gemacht.
dass es halt eben schon wirklich diesen etwas zerfledderten Look hat. So, und dann die Rückseite nochmal ohne Cape. Da kann man auch mal so ein bisschen Bedruckung erkennen. Oder ist es keine Bedruckung? Ich kann es gar nicht sagen. Hinten auf der Rückenplatte. Nee, scheint keine zu sein. Und eben nochmal so ein bisschen Faltenwurf. Ja, ganz passabel. Und ich mag diese, wie gesagt, diese Farbkombi mit dem Dunkelgrün zu dem Grauen. Ja, das Cape hat auch wieder diese, man sieht es auf der Brustplatte, da sind so kleine Löcher drauf. Ja, und das Cape, das hat halt wieder diese Stifte mit dranhängen, wo das Ganze dann eingehängt wird. Ich habe also eben gerade, ich habe nämlich den Kopf abgenommen, um das Cape runterzuholen. Braucht man gar nicht machen. Man muss halt das Cape, also die beiden Träger oder Riemen, eben bloß irgendwie unter die Schläuche bekommen und das Ganze da wieder irgendwie reinprokeln. Das ist ein bisschen problematisch, aber machbar. Hoffe ich. Der Blaster von ihm, ja, auch leider wieder krumm, ist dann einer mit Schulterstütze, obwohl ja vorne eigentlich auch eine Schulterstütze mit dran ist. Aber na gut, okay. Gehen wir nicht so sehr auf die Waffendetails ein. Finde ich jetzt aber von dem Detailgrad her, nicht nur, dass er verbogen ist, sondern auch vom Detailgrad her etwas, also nicht ganz so scharfkantig, wie es bei dem E11 war. Den Blaster nehme ich mal so hin. So, da komme ich gleich zu. Dann kommen wir zu Han Solo. Han hat hier vorne noch so ein Gummiband umbekommen, um halt den Schlauch unten zu halten oder das Mundstück unten zu halten, also die Maske unten zu halten. Jetzt muss ich irgendwie unterkommen. Mache ich mal mit dem Blaster. So. Ja. Ja, noch halt die Maske unten. Gut, Kopf kann man drehen. Auch wieder 5 Poa. Das habe ich jetzt bei einer Figur nicht gesagt, aber es ist halt die Basic Line 5 Poa. Außer wenn man die Hände drehen kann, dann sagt das ja schon. Bei der Figur kann man die eine Hand drehen. Das ist sicherlich bei dem anderen von seinem Kollegen auch. Doch beide Hände kann man drehen. Die eine hängt gerade etwas fest. Ansonsten gleiche Figur, da brauche ich dann die Rückseite nicht zeigen und auch das Cape ist hinten gleich mit den gleichen Löchern. Und ich schaue mal so schon mal drunter. Ne, von der Bedruckung her genau das gleiche. Und auch von den Beinen her auch sehr ähnlich, aber die stelle ich gleich auch nochmal nebeneinander. Alle drei. Ich stelle nämlich dann den von der Basic Card nämlich auch noch mit daneben. So, man kann die Brille abnehmen. Ah, siehst du, und den Helm kriegt man gar nicht ab. Okay. Dann schaue ich dann nochmal kurz unter den Helm. Denn das scheint mich dann wirklich die gleiche Friese zu sein. Nee, kann gar nicht der gleiche Kopf sein. Doch der Kopf vielleicht schon. Ja, ist aber doof. Der ist leicht angeklebt. Ist ein, ups, weicher Kunststoff. Denn er hat die Brille ja lose sitzen, dass man so runterschieben kann. Und bei dem ist die Brille definitiv am Helm angegossen. So, Brille wieder auf. Ja, dann kann man die auch so über die Augen schieben, Maske auf. Und dann erkennt man nicht mehr, dass es Han Solo ist. Ja, mal zu den... Tisch am Kippen hier. Zu den Details. Er weicht jetzt auch vom Druck her nicht unbedingt sonderlich von der anderen Figur ab. Dann hat er nur halt diese rote Oberarmrüstung, oder diese Oberarm, dieses Rüstungsteil. Sonst Bedruckung soweit okay. Beine genau das gleiche halt, dass die Stiefel in der gleichen Farbe sind wie die Hose. Die grenzen sich halt nur ab wegen dieses Staubeffektes. Dann seitig gesehen konnte Helm, ja, sind ein paar Gradspuren zu sehen. Aber es ist die gleiche Figur wie eben auch schon. Und rückseitig genau das gleiche. Ich habe eben schon unter das Cape geguckt. Da weicht es auch nicht ab. Was abweicht, ist dann der Blaster. Der von Han liegt jetzt oben und der vom anderen Mud Trooper liegt jetzt unten. Und er ist etwas modifiziert, wie man sehen kann. Von der anderen Seite gesehen, auch nochmal von den Details. Also das, der lange gehört dann eben zu Han und der kurze dann zu seinem Kollegen. Dann hier nochmal alle drei Versionen. In der Mitte steht jetzt der von der Basic Card. Dann links daneben ist dann der Han Solo aus dem Sixpack und dann der andere Trooper aus dem Sixpack. Und es ist definitiv immer wieder die gleiche Figur. Ja, von der Rückseite können wir auch nochmal die Capes angucken. Auch da wiederum keine Unterschiede. So, und vom Blaster auch nicht. Also Han hat immer den langen Blaster mit dabei. Mal eben farblich. Nee, farblich gibt es auch keine Unterschiede. Also da
kann man den schon mal verwechseln. Also da kann man jetzt keine Unterschiede feststellen, wenn welcher Blaster, ob das jetzt richtig ist. Dabei liegt es bei beide richtig, weil es der identische Blaster. So, kommen wir mal zur sechsten Figur. Und eben dem Imperial Patrol Trooper. Und da ist der Blaster gesichert. Weil der ist nämlich sehr klein. Und das ist nämlich, so wie es aussieht, der kleine Blaster, der sonst bei dem Scout Trooper auch mal mit dabei lag. Beziehungsweise das Modell. Oh, das sieht cool aus. Der sieht wirklich cool aus. Also er hat was. Auch vom Kunststoff her, das Weiße richtig schön, schön glänzend. Und auch der schwarze Kunststoff, wie der halt hier oben am Helm richtig schön matt ist. Ein ganz anderer Schwarzton, als wir jetzt an den beiden haben. Aber auch die Figur jetzt mal im Detail. Der Helm ist super bedruckt. Dann diese ganz feine Linie des Mundstücks ist sehr gut bedruckt. Weiter unten auf der Brustplatte hat er noch so einen kleinen grünen Punkt. So eine Kontrollleuchte. Die Haltung ist natürlich jetzt wieder sehr, sehr geradlinig bei der Figur. Ich merke auch gerade, dass man die Hände drehen kann. Als wenn es dazu irgendwann mal ein Bike hätte geben sollen, aber es keines gibt. Oder ein Fahrzeug zumindest, wo er drauf sitzt. Dann seitlich, dann kann man so ein kleines Holster sehen. Da gucken wir gleich mal, ob die Waffe auch dann reinpasst. Weiter runter dann die Hose. Vorne der Struktur, ja, ist okay. Hier auch wieder schön abgesetzt, dann die Schienenbeinplatten mit den weißen Stiefeln, dann von der Seite gesehen. Die ganzen Rüstungsplatten, eine ganz andere Art. Also auch wieder anders von der hat ja auch so einen kleinen Schirm halt vorne an der Stirn. Aber wiederum ganz anders als beim Stormtrooper. Weiter runter halt unter dem Arm, dann noch so ein bisschen andere Struktur auf dem Weißen zu sehen. Also wirklich sehr detailliert ausgearbeitet. Also das ganze Figurenkonzept sieht richtig gut aus. Und auch wie die Schienenbeinplatte an der Wade befestigt ist. Sehr interessant auf jeden Fall. Ja, von der Rückseite kann man jetzt nochmal das Matte am Helm erkennen. Er hat auch diese, sag ich mal, Scarif Stormtrooper Rückenplatte. Diesen Kasten hinten drauf. Weiter runter noch so wie so ein Thermaldetonator. Im Großen und Ganzen wirklich eine sehr coole, schöne Figur, die in dem Set mit dabei liegt. So, dann hier nochmal der Blaster im Detail. Wirklich sehr filigran, sehr klein, aber schön detailliert auf jeden Fall. Auch von der anderen Seite her, also der sieht richtig gut aus. Den kleinen haben sie richtig gut hingekriegt, bei den größeren haben sie dann doch wieder so ein bisschen nachgelassen. So, dann ihm den Blaster in die Hand geben, ist ein kleines Problem. Jetzt hängt der irgendwo fest, wo er nicht hängen soll. Okay. Hä? Jetzt auch was mit dem Finger verbogen. Also die Hand, die ist wirklich von der Fingerhaltung her. Sieht nicht so ganz gesund aus. Und da hat es diesen Blaster reinzubekommen. Also von der Fingerhaltung her würde ich fast sagen, da gehört da eigentlich auch mal ein Fahrzeug zu. Ja, so vom Halten her ist der Griff des Blasters einfach zu klein. Der schlackert einfach nur so rum. Vor allem, weil es ja auch wieder eine Forcing 2 Figur ist. Also ich würde den jetzt so... Ja. Kann mir gut vorstellen, was knistert hier. Ja. Nicht unbedingt so zum Spielen einsetzen wollen. Aber dazu sind die auch nicht da. Und im Holster sitzt er auch doch sehr lose. Er passt gut rein. Passt sich gut an. Aber... Nee, jetzt hält er. Jetzt ist er irgendwie eingehakt. Eben war er noch sehr, sehr lose. Aber er passt da wirklich gut hin. So. Ja. Eigentlich sieht er jetzt sogar so ein bisschen aus wie so ein Zombie, wie er steht. Ja, und von der Beinhaltung her doch recht eng beieinander. Wenn man sich andere Figuren anschaut, halt, das ist den. Gucken, ob ich es da vorne überhaupt hinbekomme. Nee. Ich mach's sowieso mal mit. Da. Dann wieder die Sandprobe. Ist das so eingestaubt? Das passt. Bei dem könnte es noch tiefer sein im Fuß. Dann Han Solo, den versuche ich jetzt auch mal seine Waffe in die Hand zu geben, das habe ich nämlich ganz vergessen. So, das geht gut. Hand etwas drehen. Arm nach oben. Gut, aber kann sie halt auch bloß
halt im Anschlag halten. Ja, geht so einigermaßen, aber besser halt nach unten. Das sieht dann doch etwas komfortabler aus. Ja, mit der Maske, das war schon klar, dass die halt mit dem Gummi befestigt war, weil die rutscht halt immer wieder so ein bisschen hoch. So. Knarz. Das geht auch. Seinem Kollegen, die den Blaster in die Hand geben. Das ist immer erstaunlich. Bei manchen Figuren geht das gut, bei manchen bricht man sich irgendwie mal einen ab. Das geht logischerweise auch gut. So, dann haben wir jetzt noch den. Genau. Da geht's gar. Das ist auch wieder. Stormtrooper haben zu kurze Packholes in den Füßen. Jo. Ja, gut, bei dem ist ja so ein bisschen das Problem, den Blaster in die Hand zu geben. Das war bei der anderen Figur auch schon. Ich glaube, ich gebe hier jetzt auf und bitte das andere Video schauen. Es ist nämlich nicht ganz so einfach. Deswegen kriegt der Blaster am Fenster über das, über die Schulter gehängt, was auch nicht so einfach ist. Da lässt mich das Cape im Weg. So, rutscht nämlich dann auch mal wieder so ein bisschen nach vorne. Das Problem gab es immer auch schon bei Ray mit ihrem Stab, dass dann der Stab auch nicht so gut gesessen hat und der dann auch mal wieder nach vorne gerutscht ist. Ist ja schon wieder vom Loch runter. Dann kriegt er eben einen normalen Blaster in die Hand. Das war dann der, nee, halt der krumme war zum Piloten. Und der hat einen etwas geraderen. So. Ach, dieses Ausrichten. Ja, ich hoffe mal, dass alle Figuren jetzt auch auf dem Bild sind. Und noch der Stormtrooper. Ja, das ist nicht schön. Das sind die Capes. Die reißen die Figuren einfach nach hinten. Die Dinger haben so ein Gewicht. So, bitte eben nochmal für die Endeinstellung halten. Das wäre super. So. Ja, alle 6 Figuren zusammen im Bild. Ein ziemlich cooles Pack. Also Paket, so gesehen. Also ein Sixpack. Auch wenn Figuren jetzt bei sind, die es nun schon gab. Han Solo, ja, hätte man eventuell noch mal vielleicht was anderes hätte beigepacken können. Denn der ist ja nun schon, ja, wie gesagt, schon einzeln rausgekommen. Bei den anderen kann man natürlich so ein bisschen Troop Building betreiben. Von dem Patrol Trooper hätte vielleicht noch mal, hätten vielleicht 2 drin sein können. Das wäre natürlich schön gewesen. Aber ansonsten, gerade wegen des Patrol Troopers, lohnt sich das Paket meines Erachtens. Und wie gesagt, auch zum Troop Bilden, dass man da mal wieder ein bisschen mehr Masse an Imperialen stehen hat. Wer es denn noch nicht hat. Denn wie gesagt, ich kaufe mir jede Figur nur einmal. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Jeder sammelt anders. In dem Sinn bedanke ich mich vielmal fürs Reinschalten und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und tschüss.